Schauen wir uns an, wie schaut es aus, wenn ich jetzt hier ein Beispiel direkt in dieser E hoch Lambda Form schreibe. Also Wachstumsaufgabe. Mit E, das ist die Euler-Form. So, wie schaut das also aus? Ich habe zum Beispiel nach 5 Stunden wurden aus 1000 Viren 3500 Viren. Das heißt, ich suche die Euler-Form von dieser Aufgabe. Wie geht das? Okay. Schauen wir uns das einmal an. Die Euler-Form. Das heißt, ich mache am besten zuerst wieder eine Tabelle. P und NT. Zum Zeitpunkt 0 haben wir 1000. Zum Zeitpunkt 5 haben wir 3500. Okay, das heißt, ich setze jetzt das an. Ja, das ist wieder gut, wenn man Folgendes beachtet, wenn hier 0 ist, dann haben wir hier N0. Wenn hier T gleich 5 ist, dann haben wir hier NT. Das können wir also in die Euler-Form einsetzen. Wie schaut die aus? NT ist N0 mal E hoch Lambda mal T. Also statt dem A hoch T ist es E hoch Lambda mal T. So, das heißt, ich setze alles ein, was ich hier habe. NT ist 3500. N0 ist 1000. E bleibt E. Und Lambda wissen wir noch nicht. Und T ist aber jetzt hier 5. Okay. Wie geht das jetzt hier die Umformung der Reihe nach vor sich? Wissen wir also das Lambda bekommen. Ich muss also zuerst einmal wieder den Tausender wegdividieren. Durch den Tausender. Und das heißt, es ist nur mehr 3,5 ist gleich e hoch Lambda mal 5. Und als zweites kann ich also die Umkehrfunktion von e hoch bilden und das ist also dann natürlicher Logarithmus ln frist e. Also die Umkehr ln von 3,5 ist also nur mehr Lambda mal 5. Das heißt, ich muss nur noch durch 5 dividieren und habe mein Lambda. Also ln von 3,5 durch 5. Aufpassen auf geschlossene Klammer beim Eintippen. Und dann haben wir das Ergebnis. Ln von 3,5 dividiert durch 5 ergibt dann 0,25 und so weiter. Sollte ich immer abspeichern, also ich schreibe es dazu, STO und A. Damit habe ich also die entsprechende Form gefunden. Das heißt, meine Wachstumsaufgabe, meine Formel dafür lautet jetzt NT ist gleich N0 über 1000 mal E hoch Lambda haben wir als 0,25 mal T. Das wäre also die Wachstumsformel. Jetzt kann ich noch eine Zusatzfrage haben. Wann sind es 1 Million Viren? Schauen wir uns diese Umformung an.
Dazu muss ich also 1 Million ist also die Zahl für NT. Das heißt, ich gebe hier also 1 Million her. Ist gleich 1000 mal E hoch 0,25 mal T. Auch hier muss ich es so wie vorhin bei der Umformung zuerst einmal durch die 1000 dividieren. Das heißt, 1 Million durch 1000 bleibt 1000 übrig. E hoch 0,25 mal T. Als nächstes werden wir wieder das Ln, das E fressen lassen. Das heißt, Ln von 1000 ist dann E weg, 0,25 mal T und dann noch durch die 0,25, dann haben wir das T. Man sieht also hier in dieser Form, wenn ich das mit der E-Schreibweise mache, ist die Umformung immer gleich. Das heißt, ich muss zuerst durch 1000 dividieren und dann logarithmieren und zum Schluss die letzte Zahl noch dividieren. Das ist beim anderen anders, da muss ich ja zuerst Wurzel ziehen. Okay, schauen wir uns an, was jetzt rauskommt. Also T ist also jetzt hier ln von 1000 durch 0,25. Ln von 1000 durch 0,25 wäre 27,6. Wenn ich also statt durch 0,25 durch das Gespeicherte hier dividiere, dann hätte ich 27,57, also 6 passt schon, 27,6 und es sind also, was ist denn Stunden sind es? Stunde. Also nach einem Tag haben wir 1 Million Viren, wenn es eben halt ein unbeschränktes Wachstum gibt.